Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Warum musste ich gerade nachdenken, um den Namen herauszufinden? Naja, egal. Jedenfalls, wir haben mittlerweile alle 25 Kristalle. Das heißt, wir widmen uns dem Endboss. Das heißt, wir gehen eine Etage höher und machen ihn mal kurz fertig. Und ich bin gespannt, wer der Endboss ist. Und es ist doch Cortex. Obwohl wir ihm sein Komplize waren. Und wir dürfen mit diesem tollen... ich muss ihn schlagen. Aber wir dürfen mit dem tollen Jetpack da ihm hinterherfliegen. Und sollten den Teilen ausweichen. Aua. Das hat wehgetan. Aber ich bin nicht tot. Na, komm schon, komm schon. Von unten her und... Nein. Jetzt aber. Ja. Gut. Ich frag mich, ob das so ewig geht. Okay, unten ausweichen und da ausweichen. Das könnte knapp werden. Geh weg. Jetzt komm, komm, komm. Nein, warum bin ich dagegen geknallt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt ist er nah. Nein, nicht nah genug. Komm. Ich glaube, das Ziel. Ja, Ziel in der Form von... lacht mich aus. Halt's Maul. Ich krieg dich noch. Gut, dann muss ich das Ganze ein bisschen schneller angehen. Hier runter und bin ich schon nah genug? Ja, warum war das gerade blau? So, nein. Komm näher, 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 näher. Komm schon, komm schon. Jetzt? Nein. Wow. Okay, die Teile bringen mich nicht um. Wenn ich sie zumindest selber umbringe. Okay. Einmal haben wir ihn. Komm, wir brauchen noch. Wir müssen das Ganze noch einmal machen. Sonst bringt das nichts. Heiz, Crash. Na, komm schon. Schneller. Schneller. Ich glaube, ich hab's schon wieder versaut. Na, komm schon. Warum bin ich nie nah genug dran? Ja, komm. Ja, jetzt, ich habe ein zweites Mal erwischt, aber er ist wieder entkommen. Lach nicht. Kannst du irgendwie überspringen? Nee. Oh, wir haben 0 Kisten im Weltraum. Was für ein Wunder. Okay, komm, komm, komm. Diesmal kriegst du... kriegen wir dich. Ich wollte sagen, kriegst du uns nicht. So, nein, noch nicht. Jetzt kommt der nach vor. Nein. Immer dagegen. Da müssen wir noch an ihn ranfliegen. Jetzt ist er nah. Ja, perfekt. Okay, an manchen Stellen ist er kurz langsam. Das muss ich mir merken. Wahrscheinlich, wenn er den Teilen ausweicht. So wie ich hier, aber das war nicht nah genug. Hier, nein. Oh Gott, wieso bin ich dagegen geknallt? Da hätte ich ihn schlagen können. Jetzt. Nicht ganz, nicht ganz. Das wird wieder nichts. Ja, so wie hier zum Beispiel. Ja, aber das war einmal zu spät. Ich muss ihn zweimal schon getroffen haben. Ach, lach nicht. Ich will weiter. Ja, komm, komm, komm. Ja, heiz. Los. Gas. Okay. Ja. Er hatte gerade seinen Antrieb blau. Kann ich ihn etwa dann schlagen? Ich weiß es nicht. Gott. Schneller. Jetzt? Nein, er ist nah, aber nicht nah genug. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich gehe jetzt den gleichen Weg wie du. Komm. Dagegen geknallt. Das gibt's doch nicht. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Hier oben? Nein. Warum bin ich dagegen? Ich bin schon unten ausgewichen gewesen. Komm. Vielleicht kann ich das nicht irgendwie... Ja, Boss 5. Ich will das überspringen. Ich kann... Ich kann noch zurückfliegen, aber das brauche ich nicht. So, schnell, schnell, schnell. Jetzt, komm.
Ja, hier nicht ganz. Warum knall ich nochmal gegen einen weggeknallten Stein dagegen? Nein, hier unten aber. Nicht. Hier oben ist noch weit weg. Jetzt aber. Okay, egal, ich bin dagegen geknallt, aber... Wow, wow, wow. Hau halt noch schneller ab. Ah, shit. Jetzt, er ist nah, er ist nah, er ist nah, er muss näher. Nicht nah genug. Jetzt, jetzt, komm. Ja, endlich. So, noch einmal, wenn ich ihn jetzt am Ende nochmal treffe, dann ist das perfekt. Dann ist er tot. Ah. Ja. Ach, voll dagegen geknallt. Ich brauche Geschwindigkeit, ich brauche Geschwindigkeit. Komm schon. Ja! Doch! Niemals! So, ist das die Szene vom Anfang? Crash, was ist wohl mit Cortex geschehen? Und was ist mit der Cortex Vortex? Die ist noch da oben. Solange ich dir nicht nochmal Batterien holen muss, ist alles okay. Naja. Aber dadurch, dass ja die Cortex-Vortex am Himmel noch. Wobei Himmel ist eher All. Naja, solange die noch dort ist, ist noch nicht alles geklärt. Und wir haben jetzt hier lange Credits. Da viele Namen vorkommen. Da ist einer nur Morgan, er hat keinen Nachnamen. Kurosaki, Rainer. Naja, ist sogar ein deutscher Name. Okay, ich lese die Credits nicht vor, da das viel zu schnell ist. Ich könnte das ganz schnell mit einer Quietschstimme überarbeiten, ist aber viel zu unnötig, weil man danach sowieso nichts mehr versteht. Ich könnte nur ganz einfach machen, aber nee. Testers. Ich meine, als Tester hat man schon gute, keine Ahnung, etwas. Man hat Spaß. Naja. Ja. Die Naughty Dog Producer von Crash Bandicoot scrollen nach oben. Die Analyser, Analystes oder wie es auch heißen soll. Immer weiter nach oben. Ist unglaublich. Da ist eine Uncle Dave Kinne. Nicht schlecht. Okay, vielleicht kommen ja auch euch einige Namen irgendwie bekannt vor aus dem ersten Teil. Warum heißt der Tsurumi 0600? Das ist ein komischer Nachname. Art und Direction, ja, toll. Soundtrack, Mutato Mutsuki und der Rest hat keine Ahnung, war auch halt dabei. Und es gibt ein Sounddesign. Naja. Voice of Dr. Neo Cortex ist Clancy Brown, of Dr. Embryo Engine, Brendan O'Brien und Coco Brandicoot, Vicky Winters. Was, es gibt nur drei? Moment, wer spricht alles, also... Wirklich sprechen tun echt nur Embryo, Coco, Cortex und, Engine. Stimmt eigentlich. Ja, das ist mal ein kleiner Voicecast. Auch nicht schlecht. Ja, gucken wir mal. Wir haben hier eins, zwei, da alles, da alles. Da brauchen wir noch den letzten farbigen Edelstein. Gehen wir runter. Gucken wir mal, was wir noch alles brauchen. Lass mich wegspringen. Gut, hier alles, alles, alles vollständig. Gut, dann gehen wir weiter runter. Hier müssten, glaube ich, schon ein paar Dinge fehlen. Unbearable war ein hässlicher Edelstein. Da ist noch das auf Zeitrennen, worauf ich mich überhaupt nicht freue. Und da brauche ich den grünen, nee, gelben Edelstein. Da fehlt auch. Ah ja, da müssen wir über... Stimmt, wir haben noch einen Secret Warp Room nicht gefunden. Den müssen wir auch noch finden. Ansonsten, ich meine, hier ist alles und da drunter. Lass mich runter. Ja, gut. Und in der allerersten Welt, sage ich mal, oder Ebene, ist auch alles. Ja, das heißt, wir müssen noch ein paar Edelsteine jetzt suchen und dann noch einmal Dr. Neo Cortex besiegen wahrscheinlich. Ja, und ich zeige euch mal noch etwas Tolles, und zwar, wenn man hier so auf Tierquäler spielt, Bandicoot, Crash ist hier selber ein Bandicoot, aber auf Eisbären hüpfen gibt halt ganz, ganz viele Bandicoots, und zwar sehr viele Leben.
wenn man so sehr oft mal drauf springen tut. Das ist ein cooles Easter Egg. Naja, okay, das war's dann halt in dieser Folge von meiner Seite. Das nächste Mal holen wir uns noch die restlichen Kristalle. Ich jump hier jetzt nur noch ein bisschen rum, weil Crash sich freut, dass er endlich alle Kristalle hat. Nur noch die Edelsteine fehlen. Das war's von mir. Mein Name ist Tex. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch gerne abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder einem anderen Video. Auf Wiederhören und auf Polarklatschen, wenn ich es schaffe.